Dachau, wo alles begann. Hier wurden 12 Jahre Häftlinge gequält und ermordet. Nun sitzen hier ranghohe SS-Männer ein, unter ihnen Arthur Liebehenschel. In der Vernehmung beteuert er seine Unschuld. Ich habe überall zwischen gefunden, wo ich überhaupt was gefunden habe. Nachher ist alles glatt gelaufen. Ich war für jeden Menschen da. Das kann mir jeder Einzige bestätigen, der einmal spricht, lügt. Ich habe auch Ausschüsse in Sanatorien gemacht, für die lächerliche Anfrage. Das, was die Häftlinge sagen. Wie umgehen mit einem Mann, der Häftlinge schonte und Konzentrationslager plante? In Krakau wird ihm der Prozess gemacht. Er hat zum Schluss das, glaube ich, auch dann sich mit abgefunden, hat gewusst. Hat ja noch einen Abschiedsbrief geschrieben und unten steht dann drunter, eben bekomme ich mein Urteil, es lautet zum Tode. Tja. Sauberkeit, Ehrlichkeit und Ordnung fordern Täter von den Opfern hier in Auschwitz. Hinter all dem steckt System. Und viele haben es erdacht. Wie Arthur Liebehenschel. 10 Jahre nach dem Beitritt zur SS wird er 43 Kommandant in Auschwitz. Ich wusste, dass er in Auschwitz ist, aber das hat mir nichts gesagt. Ich habe ihm gedacht, er arbeitet dort jetzt. Eine Station seiner Karriere war Oranienburg, im Schatten des KZ Sachsenhausen. Die Kinder der Liebehenschels. Familienglück in Lagernähe. Mein Vater war ein sehr liebevoller Vater. Bin jeden Morgen mit ihm aufgestanden. Ich sehe noch die Hand, wenn er mir Honigbrötchen geschmiert hat. Und dann durfte ich ab und zu auch mal mit dem, sein Chauffeur hat ihn abgeholt. Und dann durfte ich im Nachthemd dann hinten rein, mit zum Teegebäude, wo er gearbeitet hat. Dort ist die Inspektion der Konzentrationslager. Liebehenschel ist hier zweiter Mann, wo der Völkermord gesteuert wird, vom Schreibtisch aus. Im November 1943 wird Liebehenschel nach Auschwitz versetzt. Er verabschiedet sich von seinen Kindern. Ich werde euch niemals vergessen. Und wenn ihr eure unschuldigen kleinen Hände zum Gebet faltet, dann bittet Gott, dass ich gesund bleiben soll. Immer euer Papa. An diesem Ort sterben Kinder. Der Schreibtischtäter kommt an die Stätte seiner Tat. Liebehenschel war ein typischer Beamter. Er ging ständig herum und inspizierte irgendetwas. Ich habe niemals gesehen, dass er einen Gefangenen geschlagen hätte. Er war ein weicher Mensch und ich muss sagen, irgendwie war er auch ein ganz normaler Mann. Die Wahrheit von Auschwitz holt ihn ein. Es ging ihm da gar nicht gut. Er hat unheimlich gelitten. Das weiß ich von seiner zweiten Frau, sie hat uns darüber erzählt. Und wenn dann neue Transporte ankamen und so, die mussten ja dann da auch hin. Ne? Mein Gott, hat er immer gesagt, Frauen und Kinder. Und sie sagte, er ist dann immer nach Hause gekommen, hat sich ewige Zeiten unter die Dusche gestellt, als wenn er den ganzen Schmutz abwaschen müsste. Und dann hat sie dann oft gesagt, komm, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren raus an die Luft. Zieht er Konsequenzen? Er war nie gewalttätig und sanfter als die anderen. Und doch war er ein Verbrecher, wie die anderen auch. Denn auch er hat an den Selektionen an der Rampe teilgenommen. Er war von Anfang an dabei, also hat er auch gewusst, was los war. Ich meine, nur vom Schreibtisch aus, gut. Aber auch dann, wenn ich mit diesen Sachen arbeite, muss ich wissen, was da passiert. Sicher, als er dann nach Auschwitz kam, dann hat er das wirklich gesehen, was da für ein Leid war. Gesehen, ja, doch nicht danach gehandelt. Als die Lager befreit werden, erfährt die Welt vom Mord an Millionen.